Ich fand dann mehr durch Zufall auch den richtigen Lehrer. Das war ein damals an der Leipziger Oper engagierter Bassbariton, Oskar Lassner. Ein echter, gebürtiger Wiener. Ich hörte damals zum ersten Mal in meinem Leben echten wienerischen Dialekt. Und Lassner sagte zu mir, na ja, eine schöne Stimme haben Sie schon. Bis zum lyrischen Bariton in Düsseldorf werden Sie es vielleicht bringen. Ob Sie es weiterbringen, das liegt an Ihnen. Ich bin der Handwerker, der Künstler müssen Sie sein. Und dann habe ich also bei ihm studiert. Und nun werden alle heutigen Gesangsstudierenden und Hochschüler staunen, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht etwa 5 Jahre gebraucht habe, sondern nach 1,5 Jahren bereits an der Leipziger Oper als junger lyrischer Baritonanfänger engagiert war. Das kam so, dass der damalige Direktor der Leipziger Oper, Professor Otto Lohse, von mir erfahren hatte, ich sang vor, erklärte aber, ich wolle nicht nach Leipzig gehen, sondern an ein kleines Theater, denn ich habe ja noch keinen dramatischen Unterricht gehabt, ich könne überhaupt noch nichts. Lohse hat mich beruhigt, Sie kriegen zunächst so hübsche kleine Rollen, so den Ottokar im Freischütz, das war 1921, da stand die 100-jährige Freischütz-Jubiläumsaufführung bevor, dann so den Montorone im Rigoletto und den Minister im Fidelio und den Heerhofer im Lohengrin. Ach, sage ich, Herr Professor, das kann ich, glaube ich. Jawohl, ich kenne Lohengrin. Ich hatte doch als Penäler den ganzen Lohengrin-Klavierauszug schon von hinten nach vorne gespielt, nicht wahr, weil ich ja Kapellmeister werden wollte damals. Und ich wurde auf die Bühne gestellt, kriegte ein paar Proben, wurde in meinem Ober- und Unterkörper etwas auswattiert, denn ich war reichlich mager neben diesen Heroengestalten auf der Bühne und sang also den Hin- und Herrufer aus dem Lohengrin. Ich hatte kein Lampenfieber, denn ich war an meiner Sache musikalisch und stimmlich absolut sicher. Ich hatte nur vor einem Angst, dass ich mit meiner starken Kurzsichtigkeit den Kapellmeister nicht sehen und nicht erkennen würde. Und so war es auch. Aber es ging haarscharf genau und am nächsten Tag wurde dann Vertrag gemacht.